In diesem Video zeige ich dir, wie wir die Einlaufrinne hier setzen. Das ist ein Teil aus dem Gesamtprojekt. Ich erstelle hier eine Videoreihe für dich. Die anderen Videos zu dem Projekt, wie wir abschachten, wie wir aufschottern, wie wir ein Streifenfundament herstellen und die Punktfundamente fürs Carport. Schau dir einfach mal in die Playlist, abonniere am besten den Kanal, falls die anderen Videos noch nicht da sind. Dann wirst du von YouTube natürlich informiert, dass ich wieder was veröffentliche. Und hier im Speziellen jetzt für die Rinne zeige ich dir, wie wir die Absteckung machen, unsere Gedanken dahinter, wie die höhenmäßige Einordnung gegenüber dem Bestand funktioniert, das Längsgefälle auf der Rinne. Da die ersten Videos schon veröffentlicht sind, will ich auch gleich die Chance hier nutzen und eure Fragen im Video gleich zu beantworten oder in dem folgenden Video. Und eine Frage kam zu den Belastungsklassen der Rinne. Da gibt es ja verschiedene Klassen, A bis F, und diese erkläre ich euch jetzt kurz. Und eine weitere Frage war natürlich, als wir abgeschachtet haben, sah das wohl relativ unstrukturiert aus. Dazu gibt es jetzt auch eine Erklärung, warum das so aussah. Ich nenne das Ganze einfach mal Belastungsklasse Rinne. Die einfachste Rinne, das ist eine sogenannte A-Rinne. Also die Einteilung geht von A bis F, glaube ich. Und die A15 müsste die heißen, nagelt mich mal hier nicht fest, ich setze das mal in Klammern, kann nur 50 sein. Die ist nicht befahrbar für Fußgängerbereiche, für bei euch im Privaten könnt ihr die nutzen, zum Beispiel für die Terrasse oder einen Fußweg oder auch entlang des Hauses im Bereich von dem Draufstreifen, der am Haus verläuft, wo niemand drüber fährt. Die ist gemacht, sage ich mal, vielleicht auch noch für einen Fahrradweg, Fahrräder hält sie aus. Und diese verwende ich aber kaum, aus einem ganz einfachen Grund. Die nächste ist die B125. Hier bin ich mir auch sicher, dass die Bezeichnung so ist, denn das ist zum einen die wir hier verbauen. Ich schau mal, ob ich euch das zeigen kann, wo das drauf steht. Steht das hier drauf? Ne, hier sehe ich es gerade nicht, vielleicht an der Seite irgendwo. Normalerweise gibt es hier oben irgendwo, also auf dem Lieferschein habe ich es auf alle Fälle gelesen. Ne, hier sehe ich es jetzt nicht. Hier steht der Hersteller. Der Hersteller. Und eine Fließrichtung ist noch drauf vermerkt. Hier seht ihr, wie rum das fließt. Ja, das geht ja jetzt hier runter. Das Wasser kommt hier runter, deswegen haben wir die Rinne hier gedreht. Und ich sehe jetzt hier aber keine B125 drauf. Naja, könnt ihr mal gucken, bei manchen Abdeckungen steht es drauf. Das ist geeignet für Pkw-Verkehr. Für Einfahrten, für Höfe, ja, für Belastungen, wo keine LKWs drüber fahren. Der Preisunterschied zwischen so einer A- und so einer B-Rinne ist nicht sehr hoch. Deswegen empfehle ich euch, nehmt lieber so eine B-Rinne. Die haben schon einen ordentlichen Grundkörper, eine ordentliche Abdeckung. Daran habt ihr mehr Freude. Die nächste Klasse ist die C. Die C250, die ist für LKWs, Transporter, also für LKWs, sage ich mal, so bis 7,5 Tonnen ausgelegt. Und das habt ihr beispielsweise vielleicht auf einem Parkplatz von einem Discounter oder so. Nächste Klasse ist die D400. Das ist eigentlich der Standard, der bei uns auf deutschen Straßen eingebaut wird. Das ist LKW-befahrbar, Belastungsklasse. LKWs bis 40 Tonnen, aber auch die Großen fahren ja da drüber. Die Schwerlasttransporte, gut, wobei die von der Achslast her nicht schwerer sind als so ein normaler LKW. Das ist ja genormt bei uns in Deutschland, dass die Achslasten nicht überschritten werden dürfen und deswegen da überall so eine Rinne funktioniert. Das geht dann, denke ich, bis F900. Sowas wäre zum Beispiel dann bei einem Flugplatz, denn so ein Flugzeug, Riesending, was da auf drei Rädern steht, hohe punktuelle Lasten hat, da kommt so eine F900. Oder auch Industrieflächen, wenn man sich vorstellt, wo viel Gabelstaplerverkehr ist. Ja, es gibt auch große Gabelstapler, die meinetwegen, nehmen wir mal in Hamburg der Hafen, die so großen Container aufnehmen und die haben sehr hohe Punktlasten auf den Rädern. Und da kommen dann so extrem schwere Bauteile zum Einsatz, so eine F900 drinne. Aber für euch, wenn ihr hier was braucht, nehmt so eine B-Rinne am besten, würde ich euch empfehlen im privaten Bereich. D400, ja, da müsst ihr schon wirklich des Öfteren, also funktioniert auch, ist auch vom Preis her immer noch im Rahmen des Vertretbaren.
Ist aber für den privaten Bereich, denke ich, überdimensioniert. Aber ja, wir stecken die Rinne gleich noch mal ab. Wir machen das gleich fertig. Dass wir zu der Kante hier parallel gehen. Zu der hier parallel nach hinten. Hobby, hau dir mal hier rein, ich halte mal. Ja, ich glaube erstmal rein, das gucken wir dann. Dass wir jetzt erstmal die Höhe auch haben. Wir kommen ja eh nicht so weit raus, weißt du? Ja, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir das hier hinten machen. Wir machen dort schon mal eine Schnur dran. Hier machen wir schon mal eine Schnur dran. Ich habe euch schon mal ein Video gemacht hier zur Absteckung mit Schnuren und Schnurnägeln und wie das mit den Knoten funktioniert. Ich verlinke euch das jetzt hier einfach mal hier oben in der Ecke. Das könnt ihr euch mal anschauen. Schnurknoten. Du gehst mal hinter, gehst über die andere Schnur und da machen wir dann erstmal einen Punkt drauf, wie die Flucht ist. Weil ich jetzt hier durch das Styropor nicht von der Wand aus messen kann, messe ich mir jetzt hier vorne die 80 und dann verlängern wir uns das nach hinten. Ein Stück weiter ran. Warte mal. Ja, so ist gut. Jetzt haben wir hier, sollte das jetzt eine parallele Linie. So, ja, das passt. Welcher ist es, Robby? Ja. Nehmen wir noch ein Stück weiter hinter, dass wir die Rinne eventuell davor kriegen. Zeige ich euch nochmal, zweimal drumlegen und dann macht er die untere Schnur, die von hinten kommt, legt er drüber über die Wicklung und zieht straff. Die Schnur ist unter dem Video verlinkt. Jetzt haben wir dann hier unseren tiefsten Punkt nach 3,5 Metern. Da können wir den erstmal machen. Dann machen wir jetzt hier noch einen Schnurnagel rein, Robby, bei... Ah ne, ganz 3,5 Meter sind es ja auch nicht, ist ja ein bisschen mehr. Weil wir am Rand die 15 cm noch mitrechnen. Also haben wir 3,65 Meter. Warte, nehmen wir die Latte. Messlatte. Ja, warte, wir können da jetzt erstmal die 3,65 machen. 3,65. Hier hinten einen Schnurnagel rein. So, habe ich da jetzt hinten die, ja, die Schnur ist auf der richtigen Seite. Doch, das passt. Das zeige ich euch auch nochmal. Ich habe gerade überlegt, ob ich die Schnur jetzt hier auf der richtigen Seite gemacht habe. Da müsst ihr aufpassen, immer wo er messt oder wenn er es zu zweit macht. Denn das kann dann auch schon mal 1-2 cm Abweichung geben. Aber hier seht ihr es ja, hier haben wir gesagt, der schwarze Strich ist es und von daher passt das.
Also unsere Rinne wird jetzt hier 3,5 Meter lang und auf der anderen Seite haben wir dann 4 Meter. Dann ist die in Summe 7,5 Meter lang. Und hier kommt unser Ablaufstutzen hin, also das hier wird der tiefste Punkt. Und wir müssen jetzt dran denken, dass das Wasser aus der Garage rausfließen muss oder von der Garage wegfließen muss. Und deswegen brauchen wir jetzt hier Gefälle nach unten. Und da machen wir mal einen Strichschraub hier. Das mache ich jetzt einfach erstmal nach Gefühl. Ja, so, jetzt haben wir dort eine Höhe. Und dann kontrolliere ich das jetzt mal nach hier drüben, wie das hier ausschaut. Ob das hier jetzt auch von der Garage wegfließt. Nein, hier steigt es. Also muss der jetzt hier auch noch ein klein runter. Hast du ein Fäustel hier? Gib mir mal ein Fäustel bitte. Jetzt habe ich hier hinten ein ganz minimales Gefälle drauf. Für die Rinne reicht mir das noch nicht, denn mein Pflaster soll ja später ein kleines Stück über der Rinne stehen. Deswegen gehe ich jetzt hier noch ein Stück tiefer. Mal gucken. Ja, jetzt habe ich hier ein bisschen Gefälle drauf. So, Robby, jetzt machen wir das mal dort dran. Kriegen wir es gezogen? Wenn wir zu zweit, jeder von einer Seite. Ist das die richtige Seite, die ich habe? Ja. Okay. So, und jetzt wäre es natürlich schön, wenn ich hier ein kleines bisschen Längsgefälle drauf habe. Mal gucken, wie das aussieht. Das reicht. So können wir das machen. Viel ist es nicht, ne? Es ist ungefähr 1 cm auf 2 Meter. 5, das reicht. Und jetzt gucken wir mal nach hier drüben. Ramon, warte mal noch kurz, weil ich noch filme nebenbei und erkläre. Sonst hört man nicht mehr. Hier drüben haben wir auch Minimalgefälle drauf. Hat man die Höhe schon mal gemacht hier hinten? Die hier? Oder ist die ist geschätzt, oder? Oder haben wir die schon mal eingemessen? Die hat man damals eingemessen. Ach, die haben wir eingemessen. Wir können sie nochmal nachfahren. Nee, weil es stimmt, weil es passt. Also haben wir Gefälle drauf nach vorne. Viel mehr würde ich jetzt gar nicht machen, weil wir dann hier vorne den Knick zu sehr drin haben. Ich weiß nicht, dass das hier dann zu steil wird. Guck mal, das ist im Ware. Schuttersohle. Na, ist schon ein Stück jetzt hier von der Kante. Ne? Ja. Das brauchen wir ja, Bester. Wenn wir jetzt hier. Das brauchen wir ja. Ja, so viel ist es auch nicht. Das ist ein Zentimeter auf das Stück. So, lassen wir das ist gut. Wir müssen dann hier hinten nur dran denken. Na gut, das schottern wir ja sowieso später auf. Die Schnur ist ja jetzt noch durchgehend mit Gefälle nach hinten. Weißt du, das Stück wird ja dann andersrum aufgeschottert. Weißt du, die Schnur fällt ja jetzt noch nach hinten. Aber effektiv wird es ja dann nachher so, dass das Wasser dort von der Hauswand wegläuft. Das machen wir gut, aber machen wir heute sowieso noch nicht. Das bleibt ja sowieso erstmal offen. Aber so können wir die Rinne setzen. Ja, und wenn die Rinne drin ist, dann haben wir hier nachher schön den rechten Winkel, den wir anlegen können, um hier im rechten Winkel das Fundament nach vorne zu bauen. Und ja, Robby, Rinne machen wir außen dran. So. Die setzen wir so rein. Komm,
kommen wir hier mit der Höhe hin, dass wir jetzt noch, den müssen wir vielleicht noch ausbuddeln, den Abzweig, und dass wir den vielleicht noch ein Stück gedreht kriegen. Hm. Oder dass wir ihn für flach reindrehen. Weißt du? Weil, also jetzt steht er ja so, dass wir den so rumdrehen. Und dann gehen wir auf den hier drauf. Weißt du nicht, der ist da locker hier. Weißt du, was ich meine mit rumdrehen? Dass wir den jetzt für so flach reinlegen, dann kommen wir hier ein Stück tiefer und kriegen das besser hier raus. Die bleibt drin, oder? Die lassen wir erstmal dran, ja. Du meinst jetzt das hier? Ne? Ja, ja, das bleibt erstmal. Da hat man überlegt, ob man die dann eventuell, wenn das Carport dran ist, unterm Carport langführen nach dort hinten. Aber du warst immer gerade mit dem Schlauch ziemlich weit hinten. Ne? Mit dem Schlauch? Wir haben gestern, wo wir aufgebuddelt haben, Folie. Ja. Den Abzweig mal frei machen. Weil wenn wir jetzt so einen Bogen drauf machen, dann kommen wir mit der Höhe nicht hin am Stutzen. Den müssen wir frei machen, dann müssen wir gucken, wie wir das lösen. So, ich hole dann noch den halben Meter, ich tausche das noch um. Dann fangen wir hier, Robby, vom Tiefpunkt an. Nach rechts und links, ne? Machst du nach dort die 3 Meter, nach dort die 4 Meter. Das ist vom Fundament oder von... Na, wenn du jetzt von dort anfängst... Also wir messen vom Fundament aus. Also 3 Meter und dann kommen... Ne, du brauchst ja eigentlich mehr. Wir haben jetzt bloß... Effektiv haben wir 7,80 Meter. Ja. Wir bauen 7,50 Meter ein. Also haben wir rechts und links im Gesamten 30 cm, also rechts und links 15 cm, wo wir aufhören. Also würde die Rinne hier bei 15 anfangen. Bei 15 hier würde die enden. Ja, dann hast du jetzt hier erstmal noch den halben Meter, machen wir einen Strich hin. Hier bei 15 enden. Da kommen wir mit dem halben. Jetzt, so, dann kommt jetzt hier der halbe Meter. Da sind wir bei 65. Und jetzt haben wir hier nach vorne demzufolge 3,65 Meter. 3,65 Meter. Ne, das hatten wir doch vorhin schon mal, das Maß. Kann ich mich doch dran erinnern. Na, das haben wir doch schon mal gerechnet. 3,65 Meter, da muss der Ablauf, also ne, das Ende hin von der Rinne. Ja, na, also hier ist dann ungefähr das Ende oder der Anfang von der Rinne und der Ablaufstutzen sitzt der ja dann hier weiter drin. Ja, und den müssen wir hier aufbinden. Genau, da hat man ja gesagt, hier fangen wir an mit der Rinne. Genau. Nach ja. Jetzt kommt ja dann genau. Noch da. Na, kannst ja noch auf der Schnur markieren, die 3,65, dass es hinhaut. Wenn du sagst, der ist jetzt schon wieder ein kleines bisschen verrutscht. Das ist halt so schräg. Ich mache hier auf der Schnur einen Strich, dass du weißt, dass wir da die 3,65 brauchen. Und da sollten wir dann nach drüben von hier aus, können wir auch noch mal gucken, wo wir mit 4 Meter hinkommen. Vom Strich aus legen wir uns die Wasserware noch mal rein. Nee, das geht doch so, Robby. Ist doch schön. Guck mal so, 2 Meter. Und noch mal 2 Meter dran. 4 Meter sind wir dort. Ja. Ja, ja, und dann haben wir noch die. Dann haben wir jetzt noch die 15 cm Luft. Und das bedeutet, hier würde das Streifenfundament anfangen. Und jetzt haben wir hier nach hinten noch einen halben Meter für das Streifenfundament. Das ist doch gut, das passt doch. Das passt doch. So, Robby, hast du noch deinen halben Meter drin, dass du bis zum Ende bauen kannst? Wer ruft denn jetzt schon wieder an? Unbekannte Nummer, gehe ich nicht ran. Ja, so schaust du. Dann von unten her einfällt. Wie hoch habt ihr jetzt den Schotter gemacht? Passt überhaupt noch Beton drunter?
Ja, 14, 13, 14. Und dann hast du wie viel Beton drunter? 3. Hier ist mehr, 14. Kannst du ruhig ein bisschen mehr Beton, Robby. Mach ein bisschen mehr Beton drunter. Also 10 cm. 10 cm machen wir drunter. Okay. Die brauchen wir. Grüße, Chef. Ich filme schon wieder, dass du auch mit drauf bist. Ne? Das wird dir dann hinterher alles um die Ohren gehauen, was du hier sagst. Weißt du? Also nachher kommt noch ein Kumpel von mir. Ja. Und guckt sich das mal an, ob man da machen kann schnell. Dass dann, dass ach, hier hinten mit der Wand. Genau. Ja, das ist noch ein Pottmann. Danke dir. Rein theoretisch würde es ja erstmal reichen bis zu dem, bis zur Regenrohr. Also pass auf, wir pflastern jetzt bis hierher. Hier setzen wir jetzt die Rinne durch. Die Rinne ja, setzen, genau. Wir setzen jetzt hier die Rinne rein und pflastern hier gegen. Ja. Und lassen das hier hinten mal auch komplett offen. Ja. Dass ihr hier ran könnt, wie auch immer, was genau, da. Genau, aber ich würde natürlich versuchen, dass wir ja, zeitnah machen. Richtig, das ist alles. Dass ihr dann auch zeitnah zumachen könnt. Genau. Genau. Wenn wir jetzt meinetwegen in einem Monat, zwei Monaten nochmal herkommen müssen, die kleine Ecke fertig ja, pflastern. Aber ist das ich würde den schon Arsch drehen, dass wir das vielleicht in den nächsten Wochen schaffen. Ja. So dass ihr nicht 20 Stunden mehr herkommt. Also ich will es dann einfach fertig haben. Genau, ja, verstehe ich. Was würdest du empfehlen? Würdest du sagen, zu lassen, neue Folie drüber oder komplett wechseln? Also ich würde denken, diese Dämmung hier, ja, die hier, also ich bin kein Hochbauer, ne? Der sehe ich ja, aber erstens mal ist sie sehr porös. Ja. Das finde ich schon mal bedenklich. Und ich glaube, die ist auch bloß für erdreich gemacht. Was ist das? Die ist nur für erdreich gemacht. Ja. Ich glaube nicht, dass die jetzt der Witterung noch ausgesetzt werden kann. Ne? Okay. Und wir kommen jetzt mit dem Pflaster nur auf die Höhe. Ja. Also guckt das ja definitiv raus. Okay. Von daher würde ich denken, das muss eh mal ab und neu. Gut. Ja, und was man rein theoretisch reißt ja bis zum Regenrohr und danach, was drüber ist, kann man ja später machen. Dann. Ja. Und der Kumpel hat zum Beispiel gesagt, ich soll mir überlegen, ob ich das nicht einfach so lasse, das Regenrohr. Ja. Wenn ich das sowieso abkoffern will, also ja, will. Ja. Weil, sag mal, das am besten, wenn ich es offen lassen will, ist natürlich so ein Bronze schicker, ja, aber das Problem kann sein, dass es dann zugefriert im Winter. Mhm. Das wäre, wie mhm, gerade gesagt, er würde das auf jeden Fall zukoffern dann. Ja, das. Und also ich sag mal, wir haben jetzt auch noch hier hinten, da frage ich meinen Papa nachher mal. Hier hinten würde dann auch noch die Möglichkeit bestehen, das Rohr hier anzuschließen. Okay. Dass das hier von der Wand komplett weg ist. Aber? Es muss gesichert sein, dass auch wenn es mal stark regnet, dass das ganze Wasser durch das eine Rohr da unten durchpasst. Ja. Du schließt jetzt die ganze Pflasterfläche an, du schließt das Carport mit an, dann kommt das Wasser von dem Dach, von der Garage, alles in das eine Rohr. Wenn das mal zu ist und es regnet zu stark, dann steht deine Garage voll Wasser. Deswegen, bis jetzt hat man keine Probleme. Weißt du? Sachen genau. Das einfach, dann ist es halt so. Ja. Aber lieber so, als ob wir da ein Problem schaffen. Genau. Also ich würde auch denken, besser ist es so, das weiterhin so zu machen, genau, dass das Wasser weg ist. Ich frage mal meinen Vater nachher nochmal, wo das andere Wasser hingeht. Mhm. Ich habe eine Vermutung, aber ich bin mir schon 100% sicher. Mhm. Habt ihr vorne vor dem Haus nochmal einen Entwässerungsschacht oder irgend sowas? Genau hinter der Garage. Genau hinter der Garage. So einen großen Schacht, so einen, da weiß ich auch nicht, was das für ein Schacht ist, sozusagen. Mhm. Genau hinter der Garage. Da könnt ihr mal ja mal reingucken. Erstens mal, ob es von der Tiefe her hinkommt. Und dann könnt ihr mal auch hier mal einfach mal Wasser reinkippen und schauen, ob das da vorne durchläuft. Ich hab's erstmal raus. Das ist erstmal ein bisschen halt, na, du musst die Länge noch. Ja. Ist jetzt hier, nimm das hier mal weg, ist jetzt hier noch ein Abzweig drunter? Wie ist denn das jetzt hier? Nur, dass ich es nochmal gesehen habe. Ja. Obi, wir machen das dann so, das was du hier abschneidest, das ist ja jetzt hier 60, der wirst du ja ungefähr dann 40 übrig haben. Das stecken wir gleich hier rein. Dass wir hier ein Stück höher kommen und dann können wir, falls irgendwas ist, das hier noch mit anbinden. Ja. Ich mache jetzt nur noch eine kurze Erklärung fürs Video, Robby. Wenn ihr so eine Rinne anschließt, dann seht ihr jetzt hier, wir haben das erstmal grob auf Höhe gebracht, mit so einem Holz mal stabilisiert und die Bögen jetzt erstmal ohne Dichtungsgummi zusammengesteckt. Dann könnt ihr das einfach viel besser drehen und schieben und dann kann man das ja dann ordentlich einmessen, wie lang das letzte Rohr hier sein muss. Das schneiden wir dann jetzt zu und stecken das dann noch alles einmal trocken zusammen und dann gehe ich immer her und markiere mir hier die ganzen Übergänge, schreibe jetzt meinetwegen an den 1,1, dann mache ich hier unten den nächsten mit 2,2 und den hier unten mit
3, 3. Und wenn man das dann später genauso wieder reinsteckt, kommt man nicht durcheinander und die Winkel passen auch. Denn wenn diese Gummis ja einmal drin stecken und ja, dann hat das Ganze Spannung und man kriegt es dann einfach nicht mehr so richtig hin und her geschoben und weiß dann nicht mehr, wie es zusammen war. Daher empfehle ich euch hier diesen kleinen Trick und macht ja auch ordentlich Flutschi dran. Ich habe jetzt kein Flutschi hier. Doch, Robby hat gerade das Flutschi in der Hand, da seht ihr es. Ich verlinke euch das einfach mal unter dem Video, da könnt ihr mal drauf klicken. Das ist zu empfehlen, damit geht es auch noch mal wesentlich leichter. Und die Rohre schneiden wir jetzt einfach mit der Akkuflex zu und machen dann an der geschnittenen Kante, machen wir das jetzt hier gerade durch drin, in den Grat sauber ab. Dann nehmen wir uns einfach ein Cuttermesser, gehen hier mal durch, dass der Grat ab ist und außen wird es ein bisschen angefasst. Dann kann man das leichter zusammendrücken. Und wir setzen uns als erstes Teil bei so einer Rinne immer den Abgang mit der Muffe oder mit dem Ablaufstutzen. Und wenn das dann drin ist, bauen wir den Rest weiter. Hier ist jetzt ein bisschen hoch aufgeschottert. Hier nehmen wir nochmal 10 cm runter. Einfach, dass hier mehr Beton drunter ist, das ist mir sicherer. Und ja, mehr ist es nicht. Jetzt mischen wir Beton und setzen die Rinne in Beton und machen rechts und links noch ein kleines bisschen Rückenstütze dran. Ich habe jetzt noch kein Pflaster da. Ich werde dann überlegen, ob ich links und rechts von der Rinne noch die eine Reihe als Läuferreihe in Beton setze. Einfach, dass die Rinne ein bisschen mehr Halt hat. Können wir mal gucken. Ramon, der lädt gerade den Mischer ab. Den stellen wir uns hier rein. Unser schöner großer Mischer. Und dann können wir uns hier Beton machen. Und werden dann auch gleich noch das Streifenfundament mit angehen hier drüben. So, ich komme noch mal zum Feierabend, ein bisschen dummes Zeug quatschen. Naja, so schaut das schon gut aus. Ja. Hinten haben wir jetzt das Schnur schon auf der Höhe. Die hellere, nicht die rote. Die Deckel habe ich euch mitgegeben, oder? Ja. Für drinnen? Okay. Wie ist denn die, warte mal, wo ist denn der Knick? Das ist der Knick. Ja. Geht die Fuge oft drinnen oder passt die? Ich habe überlegt, ob wir die noch mit Silikon zumachen innen. Oder geht das? Das geht. Das geht, okay. Das ist ein Beton. Ja. Ja, und hier müssen wir halt mal sehen, ob wir jetzt eventuell hier dahinter noch eine Läuferreihe im Beton machen. Oder davor, weil wenn wir jetzt hier gegenrütteln, dann nicht, dass uns die Rinne... Ja, er versucht zu pressieren, gleichzeitig hinzukriegen hier. Ja. Aber prinzipiell wäre es vielleicht besser, wenn wir zumindest davor dann eine Reihe durchmachen noch im Beton. Damit das ein bisschen mehr Halt hat. Also haben wir es ja ein bisschen gemacht. Dauer. Dann haben wir es dahinter. Ja, aber wenn wir jetzt hier noch eine davor machen im Beton, das ist allemal besser. Oder ist die gleiche, die hinter drin ist, Sägeritz vorhin, die gleiche Rinne? Das ist die, ja, die haben wir in Sägeritz schon mal verbaut. Vipoton. Nein, aber geschlägt. Feierabend. Genau.